Ich glaube, das mit dem 90 gibt es auch nicht, Digga. Egal. Heute haben wir uns mal wieder was Neues für uns, brandneues hier, für euch ausgedacht, Leute. Und zwar nichts Geringeres als ein Fußballer-Outfit-Battle. Ganz richtig, ganz richtig. Die zwei, drei Personen unter euch, die uns mal auf Instagram gefolgt haben, da haben wir normale Outfits-Battle gemacht. Jetzt dasselbe mit Fußballern. Wen haben wir uns rausgesucht? Wir haben den Coleman Kingsley, sieht man hier, den guten Kollegen. Und den Aubameyang haben wir auch am Start. Also, ihr wisst Bescheid, jetzt kommt das Intro. Bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr Ergebnis sehen wollt. Preis und Bewertung von beiden Outfits natürlich auch mit am Start. Und dann fangen wir gleich mal an hier. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming. Okay, als erstes haben wir den Coleman. Da fangen wir mal unten an wieder bei den Sneakern. Bei den Schuhen unten, da trägt er ein paar Schlappen, ein paar Designerschlappen einfach. Die Bottega Veneta trägt er für 290 Euro. Kann man nicht viel zu sagen, einfach schwarze Designerschlappen. Ganz gemütlich für den Urlaub, optimal. Als Hose hat er dann eine Dior-Hose mit diesem Dior Oblique-Muster. Die kostet 1050 Euro. Natürlich perfekte Party hier mit dem Hawaii-Hemd, auch mit dem Dior Oblique-Muster für 950 Euro. Natürlich, Color Matching ist natürlich krank, weil das einfach beides dasselbe Muster ist. Als Uhr trägt der gute Mann eine Rolex Daytona in 18 Karat Gold mit Diamantenbesatz auf der Lunette. Mit Diamantenbesatz an der Lunette für um die 26.000 Euro. Der Preis ist natürlich, schwankt hier immer ein bisschen, aber ungefähr 26.000 könnt ihr euch drauf einstellen. Das bringt uns zu einem gesamten Outfit-Wert von 28.290 Euro. Bewerten tun wir das mit 9 von 10, einfach wie gesagt, weil dieses Color Matching so krass ist, noch eine wilde Uhr dazu, obwohl ich sie jetzt nicht unbedingt tragen würde, die Uhr, aber trotzdem, schicke Uhr so. Und ja, ist natürlich perfekt kombiniert, sieht einfach geil aus, 9 von 10. Zack, machen wir weiter mit Aubameyang. Schuhe sieht man hier nicht, wahrscheinlich auch irgendwelche Schlappen oder so, oder Sneaker, ich glaube, der war da auch im Urlaub oder so. Als Hose kann man auch sehr schwer erkennen, einfach ein paar weiße Shorts, wir gehen jetzt mal von einer ganz normalen Lacoste Shorts einfach aus für Fuffi. Kann natürlich auch, keine Ahnung, von Nike sein oder von was weiß ich was, von irgendeiner anderen Marke, aber sagen wir jetzt einfach mal für eine Fuffi eine Lacoste Shorts. Dazu ein orangenes Tee von Gucci mit einem fetten Gucci-Logo drauf. Ist jetzt nicht so unser Jam unbedingt, ist jetzt auch nicht übel hässlich, aber nicht so unser Ding. Kriegt ihr für 350 Euro das T-Shirt, wenn ihr es haben wollt. Natürlich, ist größenabhängig natürlich, ne? Als Uhr trägt er eine Iced Out AP, also Audemars Piguet Royal Oak, 41 mm, kostet ungefähr 38.000 Euro. Auf jeden Fall sehr wilde Uhr, ein bisschen auf Justin angelehnt hier, Iced Out. Kann er auf jeden Fall tragen, sieht crazy aus. Dazu als letztes Stück hat er noch eine Sonnenbrille von Dior. Die kostet so um die 402 Euro. Ist vielleicht ein bisschen fett, aber ja, Sonnenbrille brauchen wir ja im Urlaub, ne? So, wie bewerten wir das Ganze? Das geben wir 6 von 10, einfach weil, wie gesagt, dieses T-Shirt ist nicht so unser Ding. Ist vielleicht ein bisschen krell, das fette Gucci-Logo. Nicht so nice, außerdem ist auch so eins von den T-Shirts, wo es 1000 Mal ein Fake gibt. Das ist also sowieso ein bisschen komisch zu tragen, auch wenn es original ist irgendwie. Aber ja, der Rest ist ganz gut gematcht, trotzdem eigentlich auch eine wilde Uhr, von daher 6 von 10. So, das war's mal wieder für heute. Ihr wisst Bescheid, was zu tun habt. Wenn es euch gefallen hat, dann, liebe Kinder, sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Haut rein.